Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Maishäcksel auf der Südthüringen. Passt der Tempomat mit 10 km/h, wollte ich gerade sagen. Normalerweise ja, ne? Ja. Wenn du das 8 km/h drin, Tim. Ja, ich sag's ja. Das passt schon. Gut. Ja, schon langsam neigt sich's dem Ende zu. Also dieser Streifen hier ist nicht mehr allzu, ja, dieser Fetzen ist nicht mehr allzu breit. Ja, genau, da hinten ist noch ein Spitzle. Dann hätten wir das Feld und ich denke mal, wir ziehen rechts rum, oder? Wir ziehen rechts rum. Mensch, Timmy, gib mal Gas hier. Du bist ein bisschen langsamer als ich, weil ich mit 10 km/h dir nachkomme. Halleluja. Jetzt komme ich wieder nicht nach. Kommst du rein, Fabian? Du kannst auch ein bisschen warten, ne? Na, ich hoffe. Ja, 50%. Krass, krass, krass. Nee, war doch perfekt, Mann. Du hast das gesehen. Kannst du Vollgas geben? Oh mein Gott. Halleluja. Der Kollege? Mir gar nicht. Ich kenne gar nichts. Ich habe auch. Gut, MS kann ich jetzt gerade nicht nachschauen, aber die sind Bombe eigentlich. Wisst ihr, was geil ist? Ich brauche eigentlich nicht mal hier einen Inspektor-Mod mit der Füllstandsanzeige. Ich habe doch in der Innenperspektive beim Glas auch diese Füllstandsanzeige. Das ist richtig geil. Mit der fahre ich jetzt ein bisschen. Ach ja, und es gab auch diese Shift-Taste, ne, mit der du dich vorbeugen kannst. Das ist richtig geil. Ja, und hinten, übrigens, hinten am Brandner hat auch eine Füllstandsanzeige drin. Also perfekt. Hast genug Möglichkeiten, dir das anzuschauen. Alles klar. Da hast du recht. Bin ich jetzt... 98? 99? Voll. Ja, halt, stopp. Ja, 15 Meter sind das. 15 Meter und zu dritt kommen wir nicht nach. Du hast dich festgerammelt. Elfen Silo. Halleluja. Hast du kein Röver-Heckgewicht? Röver. So muss es. Echt jetzt? Du laberst doch. Ich sehe. Kommt jemand von euch auf der Straße mir entgegen dann? Nö, echt jetzt? Ist doch langweilig, Mann. Habe ich keine Gesellschaft, Mann. Hoffe ich doch. Das macht Spaß. Ja, ich muss sagen, der Axion läuft hier gerade richtig gut. Der schafft's gerade hier. Ja, das ist richtig schee. Wo geht's denn jetzt hier mal rein? Hier, hallo. Ach, hier geht's rein. Blinker, Rückspiegel, kommt nix. Alles klar, zieh mal rüber. Ah! Was? So krass. Das ist komisch. Was? Das kann doch nur an euch liegen. Ich habe selber aber. Also, vor allem, du hast ja auch eine 79, Tim. Ja, aber wie kann es sein, dass es bei Fabian und mir überhaupt nicht ist? Null. Und wir haben jetzt. Cool. Wenn du hast ja dieselbe Grafikkarte wie Dinge, hat auch da nichts zu tun, aber es wird dann wahrscheinlich mit dem Internet zu tun haben. Ja, das hat aber nichts mit dem Prozess.
Ja. Ich weiß, ich weiß. Das hat damit nichts zu tun. Das hat ja schon was mit dem Internet zu tun, aber nicht wie gut oder wie schnell du, wie schnell das ist, sondern eher wie die Pakete versendet werden. Zeitmäßig ist das abhängig. Ja, kommt doch nicht auf. Hast du nicht verstanden? Das kommt nicht aufs Internet an, wie schnell das ist. Es kommt darauf an, wie die Pakete, die du versendest, ankommen und wie sie verschickt werden. Die Datenpakete. Ja, weil ich gerade im Silo bin, aber das soll ja nicht passieren, weil es ist ja nicht gefixt worden. Ja. Nein. Handyline, wo bist du denn? Alles klar. 94%. Was? Nee. 73% schon. Halleluja. Da wären wir ja noch voll. Da ist doch geil, ja. Kühe füttern ist eine Sache für die nächste Mission. Was muss ich mit der Abschleppkette? Ach so. Ja, Profis, was ist das? Gibt's nicht, gab's nicht, gibt's nie. Hätte ich jetzt nicht gedacht, du. Das ist ja Freud. Ah, oh, Sigmund Freud ist das. Ich wollte gerade sagen, Eische. Mit Ei. Hallo. Servus. Oh mein Gott, da kommt der Fan. Halleluja. Ja. Hallöchen und Servus YouTube. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser dritten Folge. Ja, leider wieder eine kleine Verkündung. Die Festplatte ist wieder vollgelaufen. Deswegen sind wir jetzt hier schon ein bisschen weiter beim Feld. Wir machen den letzten Teil jetzt gerade fertig. Und werden ihn in dieser Folge auch noch fertig machen, die letzten 8 Minuten. Leider noch bis zur 7. Minute und dann hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da vorne sind zwei Fahrer, die Dann fahr müssen. doch einfach weiter. Hallo Jungs, was da los bei euch? Willst du jetzt reinhexen bei mir oder was? Ja, deswegen sollst du ja weiterfahren. Warte. Passt, oder? Denke. Ja, gut, ich muss den nicht direkt dran kleben, aber so ungefähr. So, das ist gut. Du kommst auch rein bei mir. Gut, passt doch. Dann haben wir jetzt hier noch dieses Stückchen. Es geht ja noch. Ja, du wirst jetzt da vorne gleich auflaufen. Bin nicht schlimm. Geh einfach Was rüber. machst du denn dann? Geh rüber. Dann fahr eine Schleife hinter Maxi. Ach Quatsch. Nein. Oh. Das kann doch nichts werden. Geht doch. Halleluja. Naja, gut. Dann lassen wir es halt so. Aber viel ist es nicht mehr, sage ich doch. Das schaffst du in unter 8 Minuten definitiv. Oh, jetzt zockt Eike Black Ops 3. Halt dich! Ich bin schon wieder kurz vorm Ausrasten, wenn er mir bei einem Let's Play schreibt. Ich könnte echt ausrasten. Sorry. Will ich jetzt hin? Ach, hier. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich auf einmal hier irgendwo rumgeister. Wenn du Alt und Tab drückst, anscheinend hat er das dann nur Tabulator als Tasteneingabe erkannt und dann hat er den Traktor geswitcht. Hallo Hendrik. Was ist mit dem? Hi, Henrik. Kann er nicht reden? Auch? Ja, komisch. Ich habe übrigens ganz Henrik vergessen, wer war heute mit sinnvoll dabei ist. günstig von Dutz. Wie bitte? Weil über Henrik eine Häcksel. Ach so. Wäre gut. Ja, wie es hört, bin ich ein klein wenig verschnupft heute. Seit gestern Abend. Deswegen ist es beim Let's Play nicht ganz so toll. Aber War ich wie bin. vor du das letzte dann? Ah, meinst du nicht oben kommen wir noch zweimal Ja, ich raus? schau. Ich schau. Ja. Du könntest auch in der Mitte fahren, Fabian, ne? Oder macht man das nicht in der Realität? Mach heute höchst, glaube ich. Echt? Genau. Sehr schön.
Jetzt wollten wir doch eigentlich noch überlegen, was wir das nächste Mal machen. Tiere haben wir gesagt, ne? Ja. BGA haben wir was eingeschmissen, da haben wir jetzt insgesamt 80.000, das ist in Ordnung. Das wird jetzt immer mehr, weil über den ganzen Tag verteilt bekommen wir jetzt das Plus. Wir sollten nicht vergessen, vormittags, also früh morgens um 8 und abends um 8 was einzuwerfen, damit wir schön Geld kassieren. Weil wenn das zu oft passiert, dann was passiert denn dann mit der BGA? Nix. Irgendwas passiert auch, wenn du es nicht einwirfst. Produziert nichts. Ach so, ja gut, ja, das ist logisch. Das ist logisch. Aber ich dachte, die schaltet sich dann ab oder so. Das muss ja halt immer gefüllt sein. Du musst sie verkaufen, irgendwie sowas muss, dachte ich. Kommt da dann. No, 95, das geht sich nicht mehr ganz hin. Hendrik, komm her. 96. Ja, bis 100 Meter schaffe ich es noch. Ja, aber es geht eh nicht schnell. 97. Bei welchem Feld ist der Hof? Hier oben drüber am Stützpunkt. Ah, dort, dort. Jo, einfach im Prinzip geradeaus drüber. Henry, komm ran. Mhm. Das. Voll. So, ich zieh mal gleich ab hier. Och, das ist ja, das hat's ja voll gebracht, ne? Ja. Ein paar Meter. Alles klar. Gut, dann fahren wir den Scheiß mal ab hier, den Schotter. Wir haben übrigens schon zwei, ja nicht ganz volle Silos, aber ein volles Silo haben wir schon für die Kühe. Und zwei Silos schon angefangen für die BGA. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, faul waren wir nicht. Nee, auf keinen Fall. Ich bin nur gespannt, was wir da drüben mit den Feldern machen. Ob wir die grubbern, ja, ich würde halt sagen, dass wir einfach mal einen Großteil von anderen Feldern noch abernten. Die Frage ist, ist das so spannend? Oder müssen wir das mal einfach so machen? Machen es Teil so, Teil so. Eben, hätte ich auch gesagt. Mal Raps dreschen oder sowas hatten wir jetzt auch noch nicht. Von dem her, natürlich, dreschen ist... Es kommt am Anfang öfter vor, wenn wir jetzt gut, wenn wir, sagen wir, ich sage mal, 60-70% der Felder nicht gesät hätten, Brachland, dann wäre das natürlich was anderes, aber wir müssen auch nicht alles abgrubbern oder ja, abdreschen, aber zumindest nur um 2-3 Felder. An Mais sieht es ja relativ gut aus zur Zeit. Da hat man nicht immer gesagt, wir wollten mähen, aber haben wir da überhaupt was dafür? Was ist das? Gar nicht, haben wir noch keinen. Ja. Komm erstmal hier reinpacken. Fürs Mähen. Mal gucken. Mal nochmal ans Arbeiten. Das wäre die Frage. Oh, Scheiße, jetzt habe ich die Kuhn gefahren. Sorry. So, lala. Ich schaue mal wirklich, ob das Silo voll ist. Tatsache, 600.000 Liter hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ach, Hendrik, servus. Grüß dich. Lass mal hinten abladen, dann kommen wir vielleicht auf 120.000 circa. Na, siehst du, da ist ja nicht so viel drin. Ja, da habe ich gestern einen halben Wagen noch reingefahren. Hier. Ach ne, ist doch schon ein bisschen mehr geworden. Da habe ich jetzt voll noch was eingekippt. Na, also, komm schon. Hä? Na, ich fahre mit 6 km/h durch. Oh, das reicht gar nicht. 8 km/h. Sonst wird's ungleichmäßig. Ah, das werden 120.000 knapp. Jo, 117.000 sind drinne. Das sind 5%. Das ist nicht... Was, 5%? Das werden ja dann... 2 Millionen, was da reingehen, kann das sein? 2,2 Millionen oder so. Ja, das ist ein großes Silo. Halleluja. Boah, und ich dachte schon, 600.000 wären viel. Ja, ist aber nichts. Stimmt eigentlich, ne? Wenn du sagst, einmal 6.500 Liter, 10 Schaufeln, das ist schon wieder 10%. Ja, die Silo schon zu dicken, wofür ist? Verdichten cool kann man es, ja. Vorne. Es ist schon verdichtet, 100%. Echt? Ja, dann kannst du es zudecken von mir aus. Ja, ich hab's noch gesehen. Ja, und die Zeit haut genau hin, ne? 7-8 Minuten sind wir jetzt gerade perfekt für die zweite Hälfte dieser Folge, Freunde. Ich fahre noch kurz den zum Hof und dann können wir hier auch beenden. Ja, kommen wir uns nächstes Mal dann Grasmähen an. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, weil Gras, wir haben jetzt eh schon wieder Silage. Beim Grasmähen kommt er wieder im Prinzip.
Silage, außer wir machen halt nur Heu. Aber nee, dachte ich jetzt, das war für die hatten Kühe. Hatten wir jetzt eigentlich Strohballen gemacht oder mit dem Ladewagen? Was hatten wir? Ne, wir haben gar nichts aufgesammelt, oder? Weder noch. Ist das noch da? Ey, stimmt, pressen könnten wir mal fertig. Wir haben doch hinten noch die Ballenpresse. Stimmt. Welche Felder warten zum Pressen? Schauen wir noch, ob es noch. Zwei, glaube ich. Die ersten, die wir gemacht haben. Mhm. Da können wir noch ein bisschen was pressen, das können wir dann bei der Milchviehanlage hochladen, dann bräuchten wir noch den Arcusin Autostack. Den müssen wir dann noch kaufen. Ja, ja, genau. Wir hätten ja auch so einen großen, den XXXL, den müssen wir noch auf dem Server hochladen. Glaube ich schon. Ja, Freunde, da erwartet uns ein bisschen Action hier. Und irgendwann hoffe ich mal, dass wir so viel Gülle haben, dass wir richtig fetzig fett Gülle grubbern können. Und generell Gülle ausfahren. Oh, Hendrik, sehr schön, wie du hier eingeparkt hast. So, dann fahr ich mal. Du wirst hier hin, ich fahr eins weiter. Es ist Wahnsinn, wie schnell das wieder dreckig wird. Das ist brutal. Echt Wahnsinn. Na gut, Freunde, dann wären wir hier auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit den Kühen. Da werden wir uns ein bisschen um die kümmern. Und was weiter draus wird, Ballenpressen wahrscheinlich. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja.